Herzlich willkommen beim Immobilien-Startup-Podcast. Mein Name ist Christian Schönfelder und das ist der Podcast, der dir hilft, deine Immobilienstrategie zu finden und mit Immobilien dir dein persönliches Vermögen aufzubauen. Immobilien-Startup-Podcast, Folge 8. Die Zinsentwicklung. Wann steigen die Zinsen endlich? Das Thema Zinsen und Zinsentwicklung wird immer sehr heiß diskutiert. Ich möchte heute mal meine persönliche Meinung, meine persönliche Einschätzung dir mitteilen. Bitte beachte immer, auch ich habe keine Glaskugel, auch ich kann nicht in die Zukunft schauen. Auch ich kann nur mich an einzelnen Kriterien festhalten, die ich für wichtig halte und kann ja auch nur wirklich meine individuelle und persönliche Meinung preisgeben. Wenn es bei dir darum geht, jede Menge Geld zu investieren, dein eigenes Geld in die Hand zu nehmen und auf deine Zukunft zu bauen, mach dir bitte deine eigenen Gedanken, nimm gerne meinen wahr, bewerte diese, aber mach bitte keine Entscheidung von meinen Voraussagen abhängig. Das ist lediglich meine Einschätzung zum Thema Zinsen. Steigen wir ein ins Thema. Ein entscheidender Punkt beim Kauf für die Finanzierung sind die damit verbundenen Zinsen. Soweit ist das schon mal klar. Ein entscheidender Punkt beim Kauf einer Immobilie sind die Zinsen, die die Bank dafür nimmt, den Kredit herauszugeben. Jetzt wäre es ganz gut, etwas in die Zukunft zu schauen. Eine Glaskugel habe ich wie gesagt nicht, aber es gibt so verschiedene Punkte in der Vergangenheit und verschiedene Entwicklungen, die die Zinsen für die Zukunft durchaus abschätzen können, mit denen man Zinsen für die Zukunft durchaus abschätzen kann. Je nach Strategie und je nach dem zu finanzierenden Objekt sollte man sich seine Gedanken machen, wie lange man eine Zinsbindung in Kauf nimmt und wie lange man die jetzigen Zinsen für sich sichern möchte. Meiner Meinung nach lässt sich ganz gut in die Zukunft schauen, wenn man die Vergangenheit kennt und wenn man die Einflussfaktoren auf die Zukunft kennt. In diesem Sinne habe ich diverse Quellen ausgewertet, Erfahrungen zusammengetragen und möchte dir nun diese an die Hand geben. Wie haben sich denn die Zinsen in den letzten Jahren entwickelt? Wie sich deine eigenen Zinsen in den letzten Jahren entwickelt haben, wirst du sehr genau kennen. Wirst du es sehr genau wissen. Wie viel Zinsen bekommst du denn heute auf dein Girokonto oder dein Tagesgeldkonto? Wie war das noch vor wenigen Jahren? Hattest du nicht auch mal 3 oder 4% Zinsen für dein eigenes Geld bekommen? Und heute? Bei den Banken ist das übrigens überhaupt nicht anders. So hat im Jahr 2016 die EZB den Leitzins auf 0% gesetzt. Seitdem ist es auch nicht unüblich, dass Banken sogar Zinsen bezahlen müssen, wenn sie ihr Geld bei der Notenbank deponieren. Man kann also vereinfacht sagen, die Zinsen sind gefallen. Noch nie war es so günstig, sich Geld zu leihen. Doch das stimmt nicht ganz, denn seit Oktober letzten Jahres erleben wir wieder leichte steigende Zinsen. In den Shownotes habe ich mal 2 Links zu 2 Grafiken eingestellt. Wenn du jetzt meine Worte dir mal vors Auge führen möchtest, gebe dir in die Shownotes unter christianschönfelder.com/blog/ISP008. Hier findest du 2 Grafiken zu der Zinsentwicklung. In der ersten Grafik siehst du, dass im Jahre 2008 die Zinsen bei ungefähr 5% lagen. Das Ganze hat sich gesenkt über 2012 mit 2,5% bis hin zu 2016 ungefähr 1%. Im Januar 2016 war dann der tiefste Punkt mit 1% erreicht. Das Ganze ist jetzt im ersten Quartal 2017 auf 1,21% wieder gestiegen. Der Tiefstwert war im Oktober 2016 mit 0,9%. Soweit zur Vergangenheit. Doch wie geht es weiter? Wenn man in die Zukunft schauen will, muss man schauen, wovon hängen die Zinsen denn ab? Die Zinsentwicklung für Immobilienfinanzierungen orientiert sich an langfristigen Anlagegeschäften wie Anleihen und Pfandbriefe. Im Sommer 2016 war die Rendite für 10-jährige Bundesanleihen erstmals negativ. Stand März 2017 beträgt der Zins 0,46%. Neben dem weiteren Einflussfaktoren sind zum Beispiel der Leitzins der EZB und der Euribor. Der Leitzins
wurde vor einem Jahr auf 0% gesenkt, da er sich in gewisser Weise am amerikanischen Leitzins der Fed, der Federal Reserve Bank, orientiert und dieser kürzlich bereits zweimal erhöht wurde, ist davon auszugehen, dass auch in Europa der Leitzins steigt. Bisher ist dem aber noch nicht so. Der Euribor, das ist der Zins, den vereinfacht gesagt Banken untereinander zahlen, wenn sie sich Geld leihen, ist derzeit auch negativ. Neben diesen beiden Einflussfaktoren, die man nicht wirklich beeinflussen kann, bist du aber auch selbst und deine Bonität ein Einflussfaktor und maßgeblich für das Zinsangebot deiner Bank verantwortlich. Ein weiterer Einflussfaktor auf das Zinsangebot ist zum Beispiel die Lage und das Objekt, das du finanziert haben möchtest. Wenn man in die Zukunft schauen möchte und die Zinsen betrachtet, dann kann ich in meiner Wahrnehmung dir nur einen Tipp an die Hand geben. Es wird nichts sprunghaft passieren. Die Staatsverschuldung in Europa und auf der ganzen Welt ist so abhängig von Finanzierungen, von Krediten und den dafür zu zahlenden Zinsen, dass alles mit einem gewissen Augenmaß passieren wird. Es wird dir so schnell kein Land in Anführungsstrichen über die Klinge springen. Es wird alles mit Augenmaß passieren. Wenn Zinsen steigen, dann kontinuierlich und langsam. Einen sprunghaften Anstieg sehe ich nicht und ein nachhaltiges Steigen von Zinsen sehe ich auch nicht, denn fast in allen Ländern, auch in Deutschland, gibt es eine Überschuldung. Je niedriger die Zinsen sind für diese Schulden, mitunter sind die sogar negativ. Also wenn Deutschland sich Geld leiht, kann es sein, dass derjenige, der das Geld leiht, sogar noch Geld mitbringt, weil er Deutschland für einen sicheren Hafen für sein Geld zieht. Für dich bedeutet das vor allem eins, wenn du in eine Buy-and-Hold-Immobilie investierst zum Beispiel, also ein Objekt langfristig halten möchtest, dann kannst du durchaus etwas Risiko aus der Finanzierung rausnehmen, investierst in den Zins, finanzierst für zum Beispiel 10 Jahre zu einem festen Zins und schaust dann, wo wir stehen. Mitunter schuldest du auch kurz vor Ablauf nochmal um, wenn dein Projekt auf sicheren Füßen steht, du genügend Marge in einem zum Beispiel Flip-Deal hast, dann kannst du auch sehr kurzfristig finanzieren, denn kurz- und mittelfristig sehe ich keine spannende Entwicklung im Zinsmarkt. Hier beim Thema Zinsen scheiden sich aber die Geister. Jeder Experte sieht das anders und du solltest dir auf jeden Fall deine eigene Meinung dazu bilden. Als Fazit aus der Sendung möchte ich nochmal für dich zusammenfassen. Steigende Zinsen in der Immobilienfinanzierung sind bereits Realität und auch in der nahen Zukunft zu erwarten. Sicherlich werden die Zinsen nicht nur steigen, sondern auch wieder leicht fallen. Was aber auf lange Zeit ausgeschlossen ist, ist, dass es auf das Geld, was du bei der Bank angespart hast oder liegen hast, dass dafür die Bank dir Zinsen zahlen wird. Das halte ich auf lange Frist hin für ausgeschlossen. Von daher ist jede Investition und jede gehebelte Investition mit einem Leverage-Effekt eine Investition in deine Zukunft und sehr wahrscheinlich besser als das Geld als Tagesgeld oder auf dem Girokonto liegen zu lassen. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinen Investments und bin mit dieser Folge für heute raus und wünsche dir die bestmöglichen Investments. Soweit zum Podcast. Danke, dass du dabei warst. Ich freue mich, dich auch das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen. Die Shownotes zur Sendung findest du unter www.christianschönfelder.com/blog/isp000. Also 3 Ziffern und am Ende einfach deine Folge rein. Für die Folge 10 zum Beispiel 010. In der Zwischenzeit kannst du mehr über den Podcast erfahren auf der Facebook-Page. Hier liest du mehr zu den neuen Themen der Sendung, zu den nächsten Interviewpartnern und natürlich würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes hinterlässt. Gern auch mit Rezension. Vergiss bitte auch nicht, den Podcast weiterzuleiten und die alten Folgen auf der Homepage zu checken. Schön, dass du da warst. Auf bald. Dir die besten Investments.